zum aktuellen Thema Covid-19. Feind oder Freund? Krise als Chance. Muss der Verzicht in den heutigen Tagen zwangsläufig zum Verlust führen? Oder weist er uns nur in eine andere, tiefe Fülle? Wir wissen alle, dass Verzichten schwerfällt. Doch der Verzicht löst auch und er macht frei. Er fällt uns schwer, wenn wir zurückschauen. Dann erscheint er wie ein Verlust, vor allem, wenn er uns aufgezwungen wurde. Wenn wir uns aber einer Aufgabe widmen, die uns am Herzen liegt, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, das uns wichtig ist, verzichten wir auf so vieles, was der Erfüllung im Wege steht. Dieser Verzicht ist dann der Preis für einen Gewinn. Noch etwas. Am Verzicht wachsen wir. Und so seltsam es auch klingen mag, wir gewinnen an seelischem Gewicht. Wer nicht verzichtet hat, der kann wenig und bleibt in vielerlei Hinsicht arm und wie ein Kind. Es gibt einen Verzicht der ganz besonderen Art. Einen Verzicht, welcher der Einsicht und dem besonderen Wirken vorausgeht. Dieser Verzicht ist wie eine Einweihung in etwas Umfassenderes, etwas Tiefes, etwas Heilendes. Dahin gehören zum Beispiel der Verzicht auf das neugierige Wissen, das hinter sich lassen des bisher Gewussten und des bisher Gewollten, der Eintritt in die Nacht des Geistes und die Nacht des Wollens, das Warten auf eine Bewegung, die ohne Absicht ist, die jede Furcht und jede Berechnung hinter sich gelassen hat. Eine Bewegung, in der wir gelenkt werden, ohne zu widerstehen, in der die Freiheit zur Hingabe wurde. Dieser Verzicht reinigt und nimmt uns für etwas in Besitz, das jenseits unseres Wollens und Könnens Frieden stiftet, absichtslos und doch hochwirksam, unscheinbar und bleibend. Ich wünsche Ihnen jene Freiheit, die uns über den Verzicht begegnet, die volle Freiheit und das ganze Glück, heute und für die ganze kommende Woche. In einer Woche meldet sich Bert Hellinger mit einer neuen Lebensweisheit. Und wenn es dir gefallen hat und du von Bert Hellingers Lebensweisheiten profitieren willst, dann abonniere diesen Kanal. Du bist uns herzlich willkommen.